Guten Morgen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin in den letzten Zügen vom Frühstück. Heute Morgen war ich schon schwimmen, 4 Kilometer insgesamt und jetzt geht's gleich auf die Rolle. Ich habe auf dem Plan 3x, 8x, 40, 20 und um die Werte herauszufinden, die ich dabei treten muss, war ich vergangenes Wochenende bei der Leistungsdiagnostik. Ein paar Einblicke dazu kommen jetzt. Schön nah dran. Ja. Die Poren muss man sehen. Nee, ich weiß. Achso. Ein bisschen leicht. Okay. Letzte Stufe, ich fest noch zu Ende, die 14 Sekunden. Okay, dann aufhören. Ja. Dann kommt es dann entspannt. So, heute Leistungsdiagnostik hier in Köln bei Pro Athletes. Von schweißtreibender Angelegenheit. Das wissen wir. Gleich werde ich dann erfahren, wo ich stehe. Und dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Und vor allem, wie es dann beim nächsten Test in ein paar Wochen aussieht. Ihr merkt, das Sprechen geht nicht mehr. Ja, damit ist auch ein bisschen das Geheimnis gelüftet, dass ich hier mit den Jungs und Mädels von ProAthletes zusammenarbeite im nächsten Jahr. Freue mich drüber. Und ja, bin gespannt auf die ersten Ergebnisse. Danke. Warst du schon mal eloquenter? Ich war schon mal eloquenter. Ne? Ich kann echt nicht mehr jetzt. So, das war anstrengend. Ja, nach dem Test haben wir festgestellt, oder während des Tests haben wir festgestellt, ich werde, so wie wahrscheinlich viele von euch, in den nächsten Wochen viel, viel an meiner VO2 Max machen müssen. Und dazu noch, werden einige Grundlagenfahrten kommen. Und dann bin ich auf den nächsten Test gespannt. War gut, ein schönes Wochenende. Wir waren dann noch beim letzten Abend der Get-Together-Tour von Pushing Limits und der Triathlon Crew Cologne. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und ja, es war ein schöner Abend. Schöne Tage in Düsseldorf. Und jetzt hier, langsam winterlich. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich dafür bereit bin. Aber wir werden sehen. Nochmal kurze Erinnerung. Nächsten Dienstag, 3.12. 18 Uhr. Wattspenden. Peace. Vielen Dank fürs Zuschauen.